Der Wiener Wahnsinn war in Dreiskirchen los und rockte die Eislaufhalle. Das Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr zeigte sich als voller Erfolg und wurde noch mit einem speziellen Geschenk getoppt. Und zwar gab es ein neues Auto für die Freiwillige Feuerwehr Dreiskirchen von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt. Ja, ein Mannschaftstransportfahrzeug, unseres ist bereits in die Jahre gekommen und als Geburtstagsgeschenk zu 150 Jahre hat uns der Herr Bürgermeister ein dementsprechendes Transportmittel heute überreicht. Freuen wir uns natürlich sehr darüber und ich denke, es wird gute Dienste leisten. Stadträtin Manuela Roma-Sauerzapf ist Patin für das neue Fahrzeug. Der eigene Name auf einem Fahrzeug der Feuerwehr, was ist denn das für ein Gefühl? Ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, seinen Namen auf diesem wunderbaren Mannschaftstransporter zu sehen. Und ich bin auch sehr stolz, dass ich hier bei der Feuerwehr Dreiskirchen Stadtpatin sein darf. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte die beliebte Band Wiener Wahnsinn. Ja, Wiener Wahnsinn ist ja eine aufstrebende Band, das war sie schon vor 2 Jahren, jetzt erst vor kurzem einen Sony-Plattenvertrag bekommen und das freut uns natürlich jetzt umso mehr und dass dann so viele Leute dann dieser Einladung gefolgt sind von uns, das ist natürlich für uns ein absoluter Wahnsinn und das haben wir uns nur in unseren kühnsten Träumen erwartet und dass es wirklich eingetroffen ist, ist natürlich für uns ein richtiger Wahnsinn. Naja, in der Tat, ein Wahnsinnsfest. Wir sind eine neue Generation in der Stadt, das Kommando der Feuerwehr, der Kommandant mit dem Stellvertreter, mit dem Clemens und der Oliver, gemeinsam mit dem gesamten Team, die haben vor 1,5 Jahren schon begonnen, dieses Fest zu planen, gemeinsam mit mir und ich habe ihnen die vollste Unterstützung zugesagt, nicht nur im üblichen Sinne, dass wir die Feuerwehr gut ausstatten, sondern dass wir es auch krachen lassen. Den Besuchern war hervorragend. Die Eishalle war zum Bersten voll. Ein Indiz dafür, dass die Feuerwehr in Dreiskirchen großen Zuspruch und Respekt der Bevölkerung genießt. Als Bürgermeister ist wichtig, dass man nicht nur stolz ist auf die Feuerwehren, sondern dass man sich darauf verlassen kann. Und das kann ich bei allen Feuerwehren im Stadtgebiet, aber natürlich ganz besonders auch bei der Dreiskirchener Stadtfeuerwehr. Wir sind alle ehrenamtlich zum Schutze der Bevölkerung mit dem obersten Ziel und nebenbei veranstalten wir solche Feste noch, um unser Budget aufzubessern. Wir sind auch verpflichtet vom Landesgesetz, also vom niederösterreichischen Landesgesetz aus. Und es macht auch dann Spaß, wenn dann so viele Leute kommen, weil dann weiß man, warum man sich die Arbeit antut. Ja.